Ich heiße Krishna Maharaj. 1987 bin ich für einen Doppelmord verurteilt worden. Ich bin Privatdetektiv Gary McDaniel aus Florida. Seit 40 Jahren ermittle ich bei Verbrechen. 3, 2, 1, go! Ich bin Clive Stafford Smith. Ich bin Anwalt für Menschenrechte. Chris glaubte an Gerechtigkeit. Er dachte, das würde schon alles hinhauen. Er hat sich geirrt. West Palm Beach, Florida, im Februar 2014. Clive Stafford Smith und seine Mitarbeiterin sind von London in die USA gereist, um einen Kampf zu gewinnen. Den Kampf um das Leben und die Freiheit von Krishna Maharaj. Gemeinsam mit Gary McDaniel kämpfen sie auch 27 Jahre nach der Verurteilung, verbissen um eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Wir müssen uns damit abfinden, dass eine ganze Reihe der Leute, mit denen wir es zu tun haben, tot sind. Das heißt, dass wir zwar die Wahrheit bekommen, wenn auch nicht die ganze Wahrheit, aber das ist okay. Wir sind nicht hier, um die Probleme der Welt zu lösen. Wir wollen diesen Mann frei bekommen. Wir sollten das Recht auf eine Anhörung haben, bevor wir das Neuentdeckte präsentieren. Ich glaube wirklich, wir haben ein Recht darauf. Es würde mich sehr überraschen, wenn der Richter dem nicht zustimmen würde. Das kann dauern, aber der Mann wird schließlich immer älter. 16. Oktober 1986. Das Hotel DuPont Plaza in Downtown Miami. Um die Mittagszeit macht ein Mitarbeiter eine grausige Entdeckung. In Zimmer 1215 liegen zwei Leichen, durchsiebt von mehr als einem Dutzend Kugeln. Es handelt sich um die Geschäftsleute Derek und Dwayne Mu Young. Vater und Sohn stammten aus Jamaika. Ihr Wohnsitz war Fort Lauderdale. Noch am gleichen Abend nach der Tat wird in Miami ein Verdächtiger verhaftet, Krishna Maharaj. Ein Bekannter und ehemaliger Geschäftspartner der Mu Youngs. Ich saß gerade in einem Restaurant zum Abendessen, als Neville Butler mit zwei Polizisten in Zivil reinkam und der eine Kerl sagte, ich sei verhaftet. Er hieß Detective Burmaster. Ich fragte, verhaftet? Und er sagte, ja, Sie sind verhaftet. Er legte mir Handschellen an und fuhr mich im Wagen zur Polizeiwache. Drinnen sagte er mir, dass ich des Doppelmordes an Vater und Sohn Mu Young beschuldigt werde. Ich sagte, ich war nicht da, als sie ermordet wurden. Ich habe keine Ahnung. Die Geschichte von Chris Maharaj beginnt in den 60er Jahren. Er verlässt seine Heimat Trinidad und geht nach London, um sein Glück zu machen. Mit Importgeschäften macht der clevere Geschäftsmann viele Millionen Pfund. Mit seiner Frau Marita steigt er in die High Society der britischen Hauptstadt auf, mit Rolls-Royce und eigenem Rennstall. Seine Pferde messen sich mit denen der britischen Königin. In dieser Zeit lernt der Selfmade-Millionär auch die Mu Youngs in London kennen. 76 or 79, I can't remember exactly. Es war 1978 oder 79, ich weiß es nicht mehr genau, als Derek Mu Young nach England kam und mir erzählte, er sei von Jamaika nach Fort Lauderdale in Florida emigriert und steige jetzt ins Immobiliengeschäft ein. Jedes Mal, wenn er, warum auch immer, nach England kam, schaute er bei mir im Büro vorbei und prahlte damit, wie erfolgreich er war. Etwa 1980 oder 81 habe ich dann $400.000 in ein Immobilienprojekt von ihm investiert. Er sollte eigentlich Wohnungen in Fort Lauderdale bauen. Von seinem Buchhalter habe ich dann erfahren, dass er die $400.000 von unserem gemeinsamen Konto gestohlen hatte. Anstatt die Wohnungen zu bauen, hat er es einfach gestohlen. Als ich ihn zur Rede gestellt habe, gab er mir zwei Schecks über $241.000 und $200.000. Die habe ich bei meiner Bank eingereicht. Aber sie sind geplatzt. Er hatte keine Deckung auf seinem Konto. Zu diesem Zeitpunkt ist Florida längst zu Chris Maharajs zweiter Heimat geworden. Auch unter Palmen lassen sich gute Geschäfte machen. Doch mit einem Schlag wird das Paradies für ihn zur Hölle und Endstation. Als die Mu Youngs ermordet werden, gibt es nur einen Verdächtigen, den betrogenen Chris Maharaj. Der Prozess im Bezirksgericht von Miami ist Kurz- und Formsache.
Am Ende haben die Geschworenen keine begründeten Zweifel an seiner Schuld. Zuerst schien der Fall ziemlich klar. Sie hatten einen Augenzeugen, die Fingerabdrücke von Maharaj waren im Hotelzimmer und der Zeuge sagte im Prozess nicht aus. Im Dezember 1987 verurteilt Richter Harold Solomon Chris Maharaj zum Tode. Dieser hatte von Anfang an seine Unschuld beteuert. Er war fest davon überzeugt, den Gerichtssaal als freier Mann zu verlassen. Nach dem Urteilsspruch bricht er ohnmächtig zusammen. Für mich war es ein Unding, in einem Land wie Amerika wegen Mordes verurteilt worden zu sein und du weißt, dass du zu 100% unschuldig bist. Gott weiß es. Im ersten Jahr stand ich total unter Schock. Ich nahm Valium und musste ständig eine Krankenschwester bei mir haben. Das Einzige, woran ich immer dachte, war mein nächster Besuch bei meinem Mann und sein nächster Telefonanruf. Es war schon ziemlich schwer. Da war ich nun, in einem fremden Land, ohne Familie oder sonst irgendjemanden. Und mein Mann saß im Gefängnis für etwas, was er nicht getan hat. Während Chris Maharaj darauf wartet, auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet zu werden, übernimmt Clive Stafford Smith seinen Fall. Chris Maharaj schöpft wieder Hoffnung. Ich werde Ihnen nicht erlauben, mich zu töten. Gott hat mir Clive Stafford Smith geschickt. Und eines ist klar, ich wäre längst tot, um die ganze Korruption zu vertuschen, wenn ich nicht Engländer, sondern Amerikaner wäre oder hierher eingewandert wäre. 1993 bittet das britische Konsulat den erfahrenen und renommierten Menschenrechtsanwalt Clive Stafford Smith um Hilfe. Er leitet in London die Stiftung Reprieve, Begnadigung, die unentgeltlich Todeskandidaten in aller Welt vertritt. Als ich zum ersten Mal mit dem Fall befasst war, bin ich zur Polizei und habe mir erstmal die Akten angesehen. Das war ein Gefühl wie Weihnachten. Da waren ein paar erstaunliche Sachen drin, die die Verteidigung nie gesehen hatte. Clive Stafford Smith erkennt auf den ersten Blick, dass im Prozess gegen Chris Maharaj nicht alles mit rechten Dingen zugegangen war. So stand in den Notizen des Polizisten, der Maharaj verhaftet hatte, das Gegenteil von dem, was dieser Polizist vor Gericht aussagte. Die waren absolut überzeugt davon, dass Chris der Schuldige war und dass sie nur sicherstellen mussten, dass so ein hinterhältiger Anwalt den für sie Schuldigen nicht rausholt. Also fangen sie an zu lügen. Das tun sie immer, unabhängig davon, ob sie jemandem einfach etwas anhängen wollen oder nicht. Es gab zwei große Lügen, die sie im Prozess aufgetischt haben. Angeblich hatte Chris bestritten, je in dem Raum gewesen zu sein. Das war eine klare Lüge. Aus ihren eigenen Unterlagen geht hervor, dass er das bestätigt hatte. Aber sie brauchten die Lüge, um ihn schuldig erscheinen zu lassen, denn schließlich waren seine Fingerabdrücke überall. Die zweite große Lüge betraf die Waffe. Vor Gericht sagten sie, Chris habe ausgesagt, nie eine Waffe besessen zu haben. Noch eine Lüge, wie man ihren eigenen Unterlagen entnehmen konnte. Wieder wollten sie es so aussehen lassen, als ob Chris was zu verbergen hatte. Doch seine Notizen von der Vernehmung von Krishna Maharaj aus der Mordnacht belegen eindeutig, warum Chris in dem Zimmer gewesen ist. Wenn das so ist, warum hat er dann vor den Geschworenen behauptet, Chris Maharaj habe geleugnet, je in dem Hotel, geschweige denn in dem Zimmer gewesen zu sein, obwohl ja seine Fingerabdrücke überall waren? Es war die einzige Möglichkeit, den Geschworenen das Ganze zu verkaufen. Ich habe eine Reihe von Mordprozessen in Amerika geführt. Manchmal habe ich dann noch mit Polizisten geplaudert. Ein Polizist sagte mir mal, oh, ich muss wieder ins Gericht zum Lügen. Erst dachte ich, er meinte seine Zeugenaussage machen. Aber nein, er meinte Lügen. Und das war weit verbreitet bei der Polizei. Neville Butler, ein Angestellter von Chris Maharaj, tritt im Prozess als Kronzeuge der Anklage auf. Er behauptet, gesehen zu haben, wie Chris Maharaj die Mu Youngs umbrachte.
Doch seine Aussage ist voller Widersprüche. Nehmen wir Neville Butler, das war ihr Hauptzeuge. Dessen Zeugenaussage war so widersprüchlich. Sie haben sich jeden Fehler angesehen und anstatt zu sagen, oh, vielleicht sagt dieser Butler nicht die Wahrheit, haben sie ihn dabei unterstützt, seine Geschichte zurechtzubiegen. Und dann haben sie die neue Geschichte vor den Geschworenen verteidigt, anstatt zu sagen, eigentlich passen die Beweise nicht zu dem, was Neville Butler sagt. Neville Butler sagt unter Eid aus, dass er Chris Maharaj zu seinem Treffen mit den Mu Youngs im Dupont Plaza begleitet habe. Dort habe Maharaj im Zimmer 1215 seine Waffe gezogen und die Mu Youngs mit insgesamt 18 Schüssen getötet. Doch Prince Ellis, ein Geschäftsmann von den Bahamas, der Neville Butler unmittelbar nach der Tat begegnete, erinnert sich, dass Butler mit blutigem Hemd und zerrissenem Uhrarmband von mehreren Tätern sprach, die an der Schießerei beteiligt waren. Neville Butler said, they went crazy. Neville Butler hat gesagt, sie sind durchgedreht und sie haben angefangen zu schießen. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum ist Nevilles Hemd zerrissen und blutig? Warum ist seine Uhr kaputt? Why was his watch hanging? Dass Neville Butler offensichtlich in einen Kampf verwickelt war, dass er in der zweistöckigen Suite die Tat nicht so beobachtet haben konnte, wie er es der Jury schilderte, dass nie untersucht wurde, ob er selber an dem Mord beteiligt war und dass er einen Lügendetektortest nicht bestand. All das spielte vor Gericht keine Rolle. Die Staatsanwälte präsentierten Butler als perfekten und glaubwürdigen Kronzeugen. Staatsanwälte haben immer schon ihre ungeheure Macht benutzt, um Leute zu völlig unglaubwürdigen Aussagen zu bewegen. Ich frage mich schon manchmal, ob Staatsanwälte wirklich begreifen, welche gottgleiche Macht sie haben, wenn sie zu einem Zeugen, dem gerade lebenslänglich droht, sagen, hör mal, wenn du uns bei diesem wichtigen Prozess hilfst, kann ich dafür sorgen, dass du überhaupt nicht ins Gefängnis musst. Clive Stafford Smith und Gary McDaniel bemühen sich, alles zu prüfen. Jeder Aspekt des Falls wird noch einmal durchleuchtet. Und Jamaika spielt immer noch eine wichtige Rolle. Tino Geddes kommt aus Kingston, Jamaika. Er war mit seinem damaligen Chef am Tag des Mordes zusammen. Als das alles geschah, hat Tino Geddes für Chris gearbeitet. Er ist zu einer Zeitung gegangen und hat gesagt, dieser Mann ist unschuldig. Ich war zum Zeitpunkt des Verbrechens mit ihm zusammen. Er war einer von einem halben Dutzend Zeugen, die Chris' Verteidiger hätte aufrufen können, um Chris' Aussage, ich habe diese Morde nicht begangen, ich war zu diesem Zeitpunkt in einer anderen Stadt, zu bestätigen. Doch dann, kurz vor dem Prozess, widerruft er plötzlich seine Aussage und behauptet, er habe das Alibi für Chris gefälscht. Diese Frage beantwortet sich erst im Frühjahr 2014. Privatermittler Gary McDaniel fliegt nach Jamaika, um das Rätsel um den folgenschweren Sinneswandel des Zeugen Geddes zu lösen. Er trifft Churchill Nieter, den ehemaligen Anwalt des mittlerweile verstorbenen Tino Geddes. Tino Geddes was arrested. Tino Geddes ist am Norman Manley Flughafen 1987, irgendwann im August oder September, verhaftet und wegen illegalen Besitzes von Waffen, ich glaube es waren zwei, angeklagt worden. Dazu Munition und ein Schalldämpfer. Nun, die Höchststrafe für illegalen Waffenbesitz war lebenslänglich. Immer wenn die amerikanische Regierung in irgendeinem Land vorspricht, ist das Land darauf bedacht, den Amerikanern zu helfen. Wenn also die Staatsanwälte nach Jamaika fliegen und sagen, diese Person hat zwar in ihrem eigenen Land ein Verbrechen begangen, aber wir hätten ihn gerne, weil wir ihn als Zeugen in unserem Land brauchen, dann sagen die natürlich freundlich, ja. They would say yes. They would say yes, gladly say yes. In Chris' Fall sind die Staatsanwälte nach Jamaika geflogen. Sie sagten, dass Geddes ihnen bei einem Prozess in Miami helfen würde. Und ich denke, die haben wirklich geglaubt, dass sie das Richtige tun. Auch als sie sich mit ihrem Zeugen Tino Geddes in einem Striptease-Club vergnügen. Sie haben gedacht, diese Kumpanei mit ihm dient ausschließlich dem Zweck, einen Zeugen zu haben. Diesen schrecklichen Killer Chris Maharaj ins Gefängnis oder auf den elektrischen Stuhl zu bringen. In Wirklichkeit haben sie sich aber mit Geddes verschworen und die dazu gebracht, einen Meineid zu leisten.
to help Geddes commit perjury. Wir haben Beweise, dass die Staatsanwälte grundlegende Fakten falsch dargestellt haben. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob man nur Munition oder zwei Waffen mit einem Schalldämpfer gefunden hat. Für Gary McDaniel und Clive Stafford Smith ist es ein großer Durchbruch. Jetzt können sie beweisen, dass Tino Geddes half, Chris Maharaj in den Todestrakt zu schicken, um selber einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu entgehen. Noch eine Lüge im Prozess gegen Chris Maharaj. Während Tino Geddes im Gerichtssaal die Unwahrheit sagt, werden andere Zeugen gar nicht gehört. Ron Kish lebt inzwischen in Denver, Colorado. 1987 war er einer von sechs Zeugen, die bestätigen konnten, dass Chris Maharaj zum Zeitpunkt des Doppelmordes viele Meilen vom Tatort entfernt in seinem Restaurant in Fort Lauderdale war. Chris Maharaj kam gewöhnlich ein-, zweimal die Woche mit Leuten, die aussahen, als ob sie für ihn arbeiteten. Manchmal kam er auch mit seiner Frau. An eine Sache erinnere ich mich besonders. Er brachte für die Austern und Muscheln immer seine eigene, scharfe Soße aus Trinidad mit. Nachdem ich selber schon eine ganze Reihe Mordprozesse geführt habe, ist es für mich schon schwer zu verstehen, warum Eric Hendon überhaupt keine Zeugen aufgerufen hat. Das wäre die beste Verteidigung gewesen. Gleich nachdem ich den Fall übernommen habe, habe ich mit all diesen Zeugen gesprochen. Ich kann mich deshalb so gut daran erinnern, dass Chris im Oktober reingekommen ist, weil ich eigentlich an dem Tag frei hatte. Ich hatte die Nachtschicht und kam nochmal für die Tagschicht rein, weil sich ein Angestellter krank gemeldet hatte. Ich erinnere mich, dass es ziemlich voll war an diesem Mittag und Chris kam mit ein paar Leuten zum Mittagessen. Ich habe ihn erkannt, weil er regelmäßig kam, habe mir aber nichts dabei gedacht. Ich bin mir zu 100% sicher, dass Chris an diesem Nachmittag zum Mittagessen im Restaurant war. Am Ende weiß ich nicht, welches die Gründe für Eric Hendon waren. Fest steht, dass Chris Maharaj eine miserable Verteidigung hatte. Warum präsentiert der erste Verteidiger von Chris Maharaj vor Gericht keinen einzigen Entlastungszeugen? Gary McDaniel besucht seinen Kollegen Ron Petrillo, der 1987 für Eric Hendon arbeitete. Er hat eine erstaunliche Erklärung. Gary, eines Morgens, so gegen 6:45, vielleicht nach einem Drittel der ganzen Untersuchung, kriege ich einen Anruf von Eric. Er ist in völliger Panik und ich fahre zu ihm nach Hause. Ich treffe ihn vor dem Haus an und frage, Eric, was ist los? Und er erzählt mir, dass er an diesem Morgen einen Anruf bekommen habe. Wenn er den Prozess nicht verliere, werde man seinen Sohn töten. Sie wollen meinen Sohn töten. Ich habe zu Eric gesagt, dass er entweder zum Staatsanwalt, zum Richter oder, wenn ihm das nicht gefalle, zu den Strafverfolgungsbehörden Floridas gehen muss. Irgendjemandem musst du es berichten. Aber er sagte nur, nein, das kann ich nicht tun. Ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt hatte er eine Geheimnummer. Das hat ihn besonders geschockt. Er sprach es zwar nicht aus, aber er deutete es an. Woher haben die meine Nummer? Nun, nach diesem Gespräch habe ich nie wieder was davon gehört. Wir hatten eidesstattliche Versicherungen von 10 oder 12 Zeugen, ich weiß nicht mehr so genau, die Chris zum Zeitpunkt der Morde überall gesehen hatten, nur nicht in Miami. Nicht ein einziger Zeuge ist jemals geladen worden. Die Verteidigung hat mich im Prozess niemals als Zeugen geladen. Und auch die Staatsanwälte von Florida, die mit mir gesprochen und mich befragt hatten und die meine Aussage kannten, die ich Ron Petrillo gegeben hatte, haben mich nie wieder kontaktiert oder mich in irgendeiner Weise einbezogen. Skrupellose Staatsanwälte, ein bedrohter Verteidiger. Und auch Richter Howard Gross tut das Seine, um den Prozess zu einem Justizskandal zu machen.
Gleich am Anfang hatte Chris mir berichtet, dass Richter Gross, der Richter im Prozess, versucht hatte, von ihm Schmiergeld zu bekommen, um den Fall in seinem Sinne zu entscheiden. Das ist ein ziemlich schwerwiegender Vorwurf. Als ich dann aber später durch die Akten der Staatsanwaltschaft gegangen bin, finde ich doch tatsächlich eine Notiz, die bestätigt, was Chris seinem Anwalt damals über den Bestechungsversuch gesagt hatte und die der Anwalt an die Staatsanwälte weitergeleitet hatte. Am dritten Tag des Prozesses gegen Chris Maharaj wird der korrupte Richter Howard Gross verhaftet und in Handschellen abgeführt. Der Anwalt von Gross will die Unschuld des Richters beweisen, aber er kann nicht erklären, wieso mehrere tausend Dollar Schmiergeld im Haus des Richters gefunden wurden, nachdem ein Freund das Gebäude verlassen hatte. Da sind wir also, haben gerade den Beleg dafür gefunden, dass der Klient tatsächlich die Wahrheit gesagt hat. Und was machte der Anwalt damals? Nichts. Der Prozess geht ohne Unterbrechung unter dem neuen Richter Harold Solomon weiter. Und auch dieser Richter verhält sich nicht ordnungsgemäß. Dann kommt also Richter Solomon. Und was entdecke ich in den Akten der Staatsanwaltschaft? Es ist wirklich bizarr. Da ist das Todesurteil für Chris. Und das Datum zeigt, es war schon geschrieben, bevor das Strafmaßverfahren im Gericht überhaupt stattgefunden hat. Um Himmels Willen, der Staatsanwalt und der Richter treffen sich vor dem Verfahren und legen sich das Todesurteil zurecht, bevor der Richter überhaupt die Beweise gehört hat. Mein Fall ist der einzige Doppelmordprozess in Amerika, bei dem nicht ein einziger Antrag gestellt worden ist. Hinton hat deshalb keinen Antrag gestellt, weil er ein Teil des Komplotts war. Es gibt diejenigen, die sagen, dass das Ganze eine riesige Verschwörung ist, um Chris Maharaj zu schaden. Das glaube ich nicht. Natürlich sind da Leute betroffen, die enorm korrupt sind und die daran beteiligt sind, Chris etwas anzuhängen. Aber etwas anderes ist sehr viel beunruhigender. Das Ganze spiegelt ein System wider, das zum Versagen führen muss. Gehen wir den ganzen Prozess Schritt für Schritt durch. Die Staatsanwälte haben natürlich Scheuklappen an und sind nur darauf fokussiert, die Person zu verurteilen. So sehen sie ihren Job. Die Polizei, es tut mir leid, aber die haben auch Scheuklappen auf und stecken lieber jemanden ins Gefängnis, als nach Beweisen für seine Unschuld zu suchen. Oder die Anwälte. Natürlich machen sie einen schlechten Job, weil unsere Gesellschaft die individuellen Rechte von jemandem, dem die Todesstrafe droht, so niedrig bewertet. Und die Richter? Sie sind gewählt und deshalb verurteilen sie lieber jemanden. Schließlich wollen sie wiedergewählt werden. Und man wird nicht wiedergewählt, wenn man Kriminelle fair behandelt. In meinem Beruf habe ich viel mit kriminellen Menschen zu tun. Manchmal werden sie zu Unrecht beschuldigt. Hier haben wir einen Kerl, der ein erfolgreicher Geschäftsmann war, der kein Motiv hatte, diese Leute zu töten, der einfach zur falschen Zeit am falschen Platz war. Aber er ist von Leuten dahin bestellt worden, die von der Anklage nie in den Zeugenstand gerufen wurden. Aber die wussten, warum er da war und haben das den Geschworenen vorenthalten. Eine groß angelegte Verschwörung, um Chris Maharaj den Mord an den Mu Youngs anzuhängen? Doch wer sollte ein Interesse daran haben? Auch hier liegt die Lösung in Beweisen, die die Geschworenen nie zu Gesicht bekamen. Die Mu Youngs waren im Besitz von Geschäftsunterlagen, die zeigten, dass sie mitnichten die fast mittellosen gescheiterten Geschäftsmänner waren, wie sie vor Gericht dargestellt wurden. Auch diese Unterlagen hatten die Mordermittler unterschlagen. Ich sagte zu dem Anwalt Eric Hinton, der mich eigentlich gar nicht bei dem Fall dabei haben wollte, ich muss zur Polizei gehen und in der Asservatenkammer nach den Sachen und Papieren sehen, die ich auf den Polizeifotos gesehen habe. Also gehe ich dahin. Der leitende Ermittler Burmaster hatte natürlich keine Zeit, mich zu sehen. Also schickte er ein Mädchen, die mich dann in die Asservatenkammer mitnahm. Als sie den Koffer rausbringen, sehe ich, dass er leer ist. Und ich sage, wo verdammt nochmal ist der Inhalt? Wir gehen also wieder rauf und sie fragt Burmaster.
Als sie wieder rauskommt, sagt sie, Detective Burmaster lässt ihnen ausrichten, dass er den Inhalt des Aktenkoffers geprüft hat und dass er entschieden hat, dass das Ganze nicht wichtig war. Genauso wie sie den Geschworenen Dokumente aus dem Aktenkoffer vorenthalten haben. Belege über 1,2 Milliarden Dollar. Und was hörten sie von den Staatsanwälten? Das waren kleine Geschäftsleute mit 28.000 Dollar Jahreseinkommen. Damit war klar, die Mo Youngs waren nicht die unbescholtenen Leute mit 25.000 Dollar Jahreseinkommen, als sie hingestellt wurden. Sie beteiligten sich an Geldwäsche in der Karibik in der Höhe von 5 Milliarden Dollar. Kevin Knierim, ehemaliger Special Agent des FBI in der Abteilung für Finanzdelikte, hat die Papiere der Mo Youngs analysiert. Sie hantierten mit Milliarden und verfügten über ein Netz von Briefkastenfirmen in der ganzen Karibik. Schon die benutzten Firmennamen weisen auf Betrug hin. Sie sind Abwandlungen von rechtmäßigen Firmen, auch multinationalen Firmen, von denen sie Teile des Namens benutzen, zum Beispiel Cargill. Wenn ich mir die Adressaten anschaue, diese Darlehensfirma aus Los Angeles, das hat den Anschein von Unrechtmäßigkeit. Im zweiten Abschnitt benutzen sie die Begriffe bereit, willens und in der Lage, die ich von meiner Arbeit als Betrugsermittler kenne und die ausschließlich von Betrügern benutzt werden, nicht von seriösen Geschäftsleuten. Und dann die Aufzählung der Länder: Barbados, Trinidad, Costa Rica, Panama, Venezuela und Paraguay. Alles verdächtige Länder, mit denen man diese Art Geschäfte auch heute nicht machen würde. Und dann noch diese Summe von 5 Milliarden Dollar. Selbst in heutigen Dollars wäre das ein Gütesiegel für Betrug. Wenn ich die Dokumente aus dem Aktenkoffer analysiere, dann kann ich als Finanzermittler nur zu dem Schluss kommen, dass die Mo Youngs in eine ganze Reihe zweifelhafter und betrügerischer Deals verwickelt waren. Entweder für sich selbst oder zur Geldwäsche von illegal erwirtschafteten Gewinnen. Der Verdacht, dass die Milliarden, mit denen die Mo Youngs hantierten, aus illegalen Geschäften stammten und von ihnen im Auftrag dunkler Hintermänner gewaschen werden sollten, liegt nahe im Miami der 80er Jahre. Auf den dunklen Straßen abseits der Strände herrscht Krieg. Drogen, Sex und Gewalt bestimmen den Rhythmus der Nacht. Das Tor zur Karibik ist so etwas wie die Vorhölle der Vereinigten Staaten. Miami war sowohl die Welthauptstadt der Drogen als auch die Stadt mit den meisten Morden. Es kamen viele Kolumbianer hierher mit reichlich Geld. Und dann gab es die Flüchtlinge aus Kuba. Es gab immer wieder Streit zwischen den konkurrierenden Gruppen. Jede Menge Verbrechen. Die Drogenkartelle aus Kolumbien überschwemmen Anfang der 80er Jahre den Sunshine State mit Rauschgift. Das Kokain des Medellin- und des Cali-Kartells löst das Heroin als Rauschgift Nummer 1 ab. Tausende von Tonnen erreichen über Florida die USA und sichern den Drogenbossen Milliardengewinne. Ein Menschenleben dagegen kostet fast nichts. Das Opfer war Horacio Martinez. Er wurde erschossen in einer Parkgarage am Miami Airport, als er versuchte, von seinem Rollstuhl in seinen Mercedes zu steigen. Martinez war ein kolumbianischer Drogendealer, der wahrscheinlich Veronica Vargas bedrohte und dafür mit seinem Leben bezahlte. Solche Verbrechen geschehen mit einer gewissen Regelmäßigkeit auf den Straßen von Miami, auf denen reiche Drogendealer ihr Revier klären, um Drogen zu verkaufen oder Informanten zum Schweigen zu bringen. Oder einfach nur, um zu zeigen, dass man von den Kolumbianern für Fehler brutal bestraft wird. Die Kartelle haben mit ihrem Geld auch die Polizei unter ihre Kontrolle gebracht. Hunderte Beamte werden im Laufe der Jahre wegen Korruption, Drogenhandel, Zuhälterei und der Beteiligung an Morden überführt und verurteilt. In diesen Kampf gerät auch Krishna Maharaj, ohne es zu wissen. Clive Stafford Smith fliegt alle 2 bis 3 Wochen von London nach Miami, manchmal nur für 36 Stunden. Sein Kampf um Gerechtigkeit für Chris Maharaj ist zeitaufwendig und teuer. Wieder ein Gerichtstermin und wieder ein Tag, der bestimmt ist von mühseligen Auseinandersetzungen mit den Staatsanwälten, die auch mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Tat noch alles tun, um das Urteil aufrechtzuerhalten.
Diesmal wollen sie Clive Stafford Smith aus dem Verfahren ausschließen. Krishna Maharaj, page 13. I have a problem with Mr. Smith. Die Staatsanwältin Penny Brill hat ein Problem mit Mr. Smiths Fähigkeiten, den ethischen Kodex in diesem Gerichtssaal einzuhalten. Anstatt über Schuld oder Unschuld des Verurteilten zu verhandeln, müssen die Anwälte mit der Staatsanwältin endlos lange über Formalien streiten. Der Richter hat Clive Stafford Smith in seinem Gerichtssaal zugelassen. Ein Etappensieg auf dem langen Weg zu einem neuen Prozess für Chris Maharaj. Unter dem Strich machen die Staatsanwälte das, was sie immer gerne machen, wenn sie Gefahr laufen zu verlieren. Sie attackieren den Verteidiger. Und wenn das nichts bringt, dann versuchen sie dir die Beweismittel zurückzuhalten, die deinen Fall belegen könnten. Da haben wir es. Gerechtigkeit in praktischer Anwendung. There we have it. That's justice in operation. Aber Vorsicht, ich darf das nicht sagen als Anwalt. Und wenn ich Sie beschimpfe, dann kriegen Sie mich wegen Missachtung des Gerichts dran. Polizeikorruption und Beweismanipulation haben in den 80er Jahren in Florida viele Menschen ins Gefängnis gebracht. Clive Stafford Smith und Gary McDaniel scheinen mit ihren Recherchen auf dem richtigen Weg zu sein. Ein ehemaliger Mitgefangener liefert den nächsten Hinweis auf die kriminellen Machenschaften, die zur Verurteilung Chris Maharajs führten. Charlie Watts, der in Wirklichkeit anders heißt, ist ebenfalls von seiner Unschuld überzeugt. Wie die meisten Leute im Gefängnis sagte er, dass er unschuldig sei. Aber nach zahlreichen Gesprächen, in denen er Einzelheiten seines Falls schilderte, wurde mir klar, dass er, anders als die anderen, tatsächlich unschuldig war. Chris hat ein paar Namen erwähnt. Den Staatsanwalt, die beteiligten Polizisten und dabei besonders einen Detective Burmaster. Der spielte bei den Ermittlungen und mit seiner Aussage gegen ihn im Prozess eine besondere Rolle. Gegen Ende meiner Haftzeit wurde ich in ein anderes Gefängnis verlegt. Und dort traf ich einen Herrn namens Fred. Der hatte aufgrund seiner früheren Position ein detailliertes, persönliches Wissen über den Fall Maharaj. Und dieser erwähnte bei einem unserer Gespräche Detective Burmaster und dessen Rolle im Fall Maharaj. Fred war tatsächlich am Tag der Morde am Tatort, obwohl er selber nicht direkt mit den Ermittlungen zu tun hatte. Später sagte er mir, dass er wisse, dass Chris unschuldig sei und die Polizisten ihm den Mord anhängen wollten. Dazu gab der ehemalige Polizist mit dem Decknamen Fred sogar eine bislang unveröffentlichte eidesstattliche Versicherung ab. Fred hat mir gesagt, dass bestimmte Leute von der Polizei in Miami Hand in Hand mit den Kartellen zusammenarbeiteten, um sie bei der Eliminierung von Leuten, die sie hintergangen oder bestohlen hatten, zu unterstützen. Dass sie dabei behilflich waren, sicherzustellen, dass diese Hinrichtungen ausgeführt wurden. Ein früherer Polizist hat mir direkt von einem Abkommen zwischen gewissen Leuten bei der Polizei von Miami und den kolumbianischen Kartellen erzählt. Immer wenn die Kartelle jemanden töten wollten, haben sie ihre Kontaktperson bei der Polizei informiert. Das Motto der Polizei ist, dienen und beschützen. Leider würden einige der Polizisten eher den Kartellen dienen und sie beschützen, als die normalen Menschen. In der Regel hatten sie tatsächlich einen Polizisten bei den Morden in der Nähe, um sicherzustellen, dass die Schuldigen keinen Ärger bekommen. Baruch Vega ist hauptberuflich Modefotograf. Aber er arbeitete auch 30 Jahre lang als Informant für FBI, CIA und die Drogenbehörde DEA. Kaum einer kennt die kriminelle Szene Miamis so wie er. Und die Mordopfer Derek und Duane Mu Young waren für ihn keine Unbekannten. In the mid-80s, after the FBI opened Mitte der 80er Jahre wurde im FBI eine Anti-Drogen-Division eingerichtet. Ich war Teil dieser Operation, die später in eine Spezialeinheit und zusammen mit anderen Polizeieinheiten
in eine größere Anti-Geldwäsche-Operation mündete. Eines der Ziele dieser Operation war der Chinese, oder Chino Mao, der später als Derek Muyang identifiziert wurde. Derek Muyang war eines der Hauptziele dieser Geldwäscheoperation, weil er die Kartelle, das Medellin und das Cali-Kartell, die damals noch zusammengearbeitet haben, mit Schecks gegen Bargeld versorgte. Die Polizei war bei den Morden an den Muyangs genauestens darüber informiert, dass diese mit den Kartellen bei der Geldwäsche zusammengearbeitet haben. Ich kenne die Gründe nicht, warum sie es nicht untersucht haben oder irgendetwas unternommen haben. Aber es ist eine Tatsache, dass die Regierung bestens über das Verhältnis der Muyangs zu den Kartellen Bescheid wusste. Auch das Rätsel um Jaime Vallejo Mejia kann Baruch Vega lösen. Der Kolumbianer wohnte zum Zeitpunkt des Mordes als Dauergast im Hotel Dupont Plaza, auf dem gleichen Flur, auf dem der Mord geschah. An seiner Zimmertür fand die Polizei Blutspuren. Doch auch Vallejo Mejia wurde weder verdächtigt, noch spielte er im Prozess irgendeine Rolle. Über Jaime Vallejo als eine der Schlüsselpersonen für das Medellin-Kartell habe ich das FBI persönlich informiert. Es war ja klar, dass Jaime Vallejo Mejia zusammen mit den Muyangs eines der Hauptziele dieser Geldwäscheaktion war. Also, wenn man 1986 Jaime Vallejo Mejia abgefragt hätte, hätte man sicherlich was gefunden. Schließlich ist er ein Jahr später wegen Geldwäsche angeklagt worden. Die meisten Ermittlungen dauern 1-2 Jahre, also hätte man mit Sicherheit etwas über ihn gefunden. Der verantwortliche Detective John Burmaster entschied, Jaime Vallejo Mejia nicht als Zeugen zu befragen. Das Bild einer Verschwörung, die hinter der Ermordung der Muyangs stand, wird immer deutlicher. Und ausgerechnet John Burmaster steht im Verdacht, ein Bindeglied zu den Kartellen gewesen zu sein. Diese waren sehr wahrscheinlich für die Hinrichtung der beiden Geldwäscher verantwortlich, mit kräftiger Unterstützung der Polizei. Die entscheidenden Beweise oder Aussagen fehlen noch. Gary McDaniel gelingt schließlich der Durchbruch. Ich mache das jetzt seit 38 Jahren. Ich habe mein eigenes Netzwerk an Quellen, genauso wie die Polizisten ihre Quellen haben. Der Name Mejia kam mir irgendwie bekannt vor, weil er aus Kolumbien kam und er 1987 wegen Geldwäsche angeklagt worden ist. Übrigens genau einen Monat vor dem Prozess gegen Maharaj. Ich habe dann meine Unterweltkontakte genutzt und diese haben mir gleich erzählt, dass Pablo Escobar Geschäfte mit den Muyangs gemacht hat und dass sie ihn bestohlen haben. Und Pablo bestiehlt man nicht. Du stirbst. Pablo Escobar, der legendäre und gefürchtete Boss des Medellin-Kartells als Auftraggeber der Morde an den Muyangs. Sie hatten sich mit dem Mann angelegt, der in den 80er Jahren als einer der größten Feinde der USA und als einer der reichsten Männer der Welt galt. Die Spur nach Kolumbien wird immer heißer und Gary McDaniel nimmt das Risiko auf sich, in das Land zu reisen, das früher als eines der gefährlichsten der Welt galt. 4 Stunden Fahrt außerhalb der Hauptstadt Bogotá liegt das Hochsicherheitsgefängnis Combita. Hier sitzt seit 20 Jahren Jonjero Vázquez Velázquez, genannt Popeye. Er war die rechte Hand und Sicherheitschef von Pablo Escobar. 200 Morde will er selbst begangen, mehr als 2000 in Auftrag gegeben haben. Heute ist er bereit zu reden. Und er nennt zum ersten Mal den Namen des wahren Mörders der Muyangs. Guillermo Zuluaga ist ein Bandit, ein Killer des Medellin-Kartells. Unter dem Befehl von Pablo Emilio Escobar. Cuchilla war einer der professionellsten Killer von Pablo Emilio Escobar. Warum hat Pablo Escobar Cuchilla für die Morde in den USA ausgewählt? Porque siempre
pasaba de incógnito por la frontera entre Tijuana y San Diego, California. Weil er immer unerkannt die Grenze zwischen Tijuana und San Diego in Kalifornien passieren konnte. Sí. Zuluaga, known as Cuchilla. Zuluaga, genannt Cuchilla, das habe ich vorher schon mal gesehen. Auf dem Bild war er 17 Jahre alt. Mit 18 bekommt man den Personalausweis. Cuchilla war ein ziemlich bekannter Killer oder Vollstrecker, der für Pablo und für einen der Maya-Brüder gearbeitet hat, Jorge Maya, genannt das Schwein. Sie waren sehr gefürchtet, weil jeder wusste, dass Jorge Cuchilla hatte. Cuchilla, also Guillermo Zuluaga, wurde bei uns berühmt und hat uns Respekt abgenötigt, weil das Töten von einem Amerikaner auf amerikanischem Boden eine delikate Angelegenheit ist. Da musst du schon ein Profikiller sein. Später ist Cuchilla dann durch die Mu-Morde noch berühmter geworden. Por el asesinato de los señores Mu. Weil er eben Herrn Mu getötet hat. Nosotros no hablamos el inglés. Wir sprechen kein Englisch. Pero es muy fácil decir Mu. Aber Mu kann man leicht sagen. Siempre se oyó el asesinato de los señores Mu. Wir haben immer gehört, dass die Mus getötet wurden, porque estaban robando dinero de Pablo Escobar. Weil sie Geld von Pablo Escobar gestohlen haben. Cuchilla, genannt die Klinge, kann nicht mehr befragt werden. Sein Ende war grausam, wie sein Leben. Wie die meisten Killer wurde Cuchilla am Ende von rivalisierenden Kartellen getötet. Sie haben ihn durch eine Zuckerrohrerntemaschine geschoben. Am 24. April 2014 verkündet der Richter sein Urteil. Die eidesstattliche Versicherung für Mr. Maharaj benenne genaue Namen, Orte und Daten, um jemand anderen als Mr. Maharaj mit den Morden in Verbindung zu bringen. Deshalb habe dieses Gericht angeordnet und entschieden, dass Krishna Maharaj Anspruch auf eine Anhörung entsprechend den Verdiensten seiner Eingabe habe. Done and ordered Miami-Dade County this 24th day of April 2014. Es ist ein großer Tag für Clive Stafford Smith und sein Team, aber vor allem für Chris Maharaj. Das Gericht bewilligt ihm ein neues Beweisaufnahmeverfahren. Ein großer Sieg, aber erst ein kleiner Schritt auf dem Weg zur Freiheit. Es ist eine Riesenerleichterung. Es ist toll, dass Richter Thomas das Richtige entschieden hat und ich bin ihm sehr dankbar dafür. Aber ich hoffe, dass Chris jetzt nach all den Jahren endlich seinen gerechten Tag im Gericht bekommt. Im Todestrakt habe ich Leute gesehen, die sich umgebracht haben. Hier in der Einzelhaft auch. Und ich kann die Leute verstehen. Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben, rehabilitiert zu werden. Ich habe immer jeden Handel abgelehnt, den sie mir angeboten haben. Meine Antwort war immer nein. Wann auch immer Chris von diesem Ort freikommt, Chris und ich würden nicht einen weiteren Tag in diesem Land bleiben. Wir würden sofort nach England gehen und versuchen, noch ein schönes, ruhiges Leben zu haben. Wir brauchen nichts. Wenn wir zusammen sein können und den Rest unserer Tage gemeinsam verbringen können, das reicht schon. Und ich werde sehr dankbar dafür sein.